Hi, ich bin Alex von persofoto.de. Auf persofoto könnt ihr ganz einfach in 3 Schritten euer Passfoto für den Personalausweis, Reisepass, Führerschein oder die elektronische Gesundheitskarte selber machen. Ihr seid nun hier, um zu erfahren, wie man am besten das Passfoto von zu Hause machen kann. Zuerst einmal, was ihr dafür braucht, ist eine weiße Wand, so wie ihr es hier hinter mir sehen könnt, und eine Digitalkamera. Zur Not könnt ihr auch eure Handykamera dafür nehmen. Wichtig für ein gutes Foto ist, dass man sehr, sehr gute Lichtverhältnisse hat. Wenn ihr beispielsweise das Bild am Tag macht, dann ist es gut, wenn ihr eine Lichtquelle habt, die direkt gegenüber ist. Beispielsweise, wenn die Fenster jetzt direkt gegenüber von mir wären und das Licht gerade auf mein Gesicht strahlt, damit das Gesicht gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Wenn beispielsweise das Licht jetzt nur von links käme, dann wäre die rechte Seite leicht schattig und die linke Seite hell angestrahlt. Des Weiteren wichtig für die biometrischen Passbilder, die ihr für den Personalausweis, Reisepass und den Führerschein und manche Krankenkassen erwarten die mittlerweile auch, braucht, ist, dass ihr frontal in die Kamera schaut. Das heißt, man kann es immer sehr, sehr gut an den Ohren erkennen. Jetzt schaue ich beispielsweise leicht seitlich. So wäre es perfekt. Es ist auch sehr, sehr wichtig, dass ihr von vorne frontal angestrahlt wird, dass ihr beispielsweise nicht schräg von oben oder von unten angestrahlt wird, weil dann das Gesicht nachher nicht gut in die Schablone passt. Eine weitere wichtige Eigenschaft eines biometrischen Passfotos ist leider, dass man nicht lachen darf. Ihr müsst also ernst schauen. Schaut ihr einfach ernst in die Kamera. Wenn euch das gar nicht gefällt, könnt ihr ein ganz kleines bisschen ein freundliches Gesicht machen. Das ist beispielsweise noch erlaubt oder wird von den meisten Ämtern toleriert. Wichtig ist auch, dass ihr das Bild am Anfang nicht zu nah aufnehmt, sondern dass ihr es erstmal großzügig aufnimmt. Ihr könnt es ja später dann auf Persofoto im zweiten Schritt an die Schablone anpassen und dort dann den Bildausschnitt wählen. Aber wichtig ist, dass der auf jeden Fall groß genug ist im ersten Schritt. Außerdem solltet ihr dunkle Kleidung tragen, vor allem damit ihr einen Kontrast zum hellen Hintergrund habt. Wenn ich jetzt beispielsweise nur dieses helle Hemd hier anhätte, dann würde man den Unterschied unter Umständen sehr, sehr schlecht sehen. Probiert es einfach aus, es ist wirklich kinderleicht, das Foto selber zu machen. Wir haben jetzt hier sehr, sehr gute Lichtverhältnisse, aber ihr braucht auch euch keine Sorgen zu machen, weil ihr müsst keine Wunder vollbringen. Wir können jedes Bild, was bestellt wird, nochmal nacharbeiten. Das heißt, wir tauschen unter Umständen den kompletten Hintergrund aus, wir bearbeiten die Helligkeit oder den Kontrast, wir können leichte Schatten entfernen, wir können sehr, sehr viel noch nachher machen. Und das machen wir bei jedem Foto, was bestellt wird. Außerdem haben wir die Bildkontrolle, das heißt, wenn beispielsweise jetzt mal ein Foto seitlich ist, dann bekommt ihr eine E-Mail und ihr könnt ganz einfach ein neues Bild hochladen. Ihr braucht euch eigentlich keine Sorgen zu machen, dass ihr nachher mit dem Bild beim Amt seid, was nicht angenommen wird. Wie gesagt, probiert es einfach aus, es macht auch super viel Spaß. Fragt eure Freundin oder euren Freund, ob er euch gerade fotografieren kann. Macht das Foto selber und ihr habt einfach euer selbstgemachtes Passfoto. Viel Spaß dabei!